Da sind wir wieder. Kleine, ich sag mal, Testrunde. Ich spiele gerade so ein bisschen mit dem. Naja, ihr wisst schon. Layout ein bisschen rum. Deshalb, ich habe mir den Greenscreen endlich ausgepackt und ich bin vielleicht hier und da noch ein bisschen untransparent. Das Mikrofon dürfte vielleicht noch ein bisschen hier und da so Dinge machen. Ich sollte es nicht tun. Das ist ganz klar. Ne? So, wir sind erstmal in-game. Das ist schon mal eine schöne Sache. Da möchte ich auch gar nicht widersprechen. Das ist so ein Hobby von mir. Ne? So, was haben wir hier alles drin? Habe ich Schusswaffen? Kann ich die nicht lesen? Wäre das nicht schlau oder habe ich die schon gelesen? Es werde Licht. Achso, das sind die brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ach ja, hier so Messer, Junge, und so Leidersachen. Das will man auch gar nicht haben. So, wir sehen uns hier immer ein bisschen um, schauen hier und da mal. Aber das sieht ganz brauchbar aus. Was haben wir da noch drin? Ein bisschen was an Vitaminen. Was wir langsam brauchen, ist so ein blöder Hammer, ne? Das wäre schon der Hammer. Wir haben null Munition. Ich sehe, wir haben einen Bogen mit fünf Pfeilen, also sechs. Und wir haben einen Speer. Das wird wild. Das könnte noch interessant werden. Wir gucken mal hier. Armbrustpfeile haben wir. Eigentlich nicht so wirklich. Boah, wir sind so richtig im Arsch. Das wird nichts. Ich meine, wir sind schon gut unterwegs. Wir haben Sammlerschmack gelevelt. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen müde. Es ist jetzt 23 Uhr. Und Stan dachte sich, so wäre jetzt bestimmt eine total tolle Idee, endlich aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Es ist auch im Spiel gerade 23 Uhr. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Ja, ich sehe, in der Transparenz könnte ich noch ein bisschen basteln. Was so die Aufnahme angeht. Also hier so. Ich bin hier so ganz leicht transparent. Da sieht man das. Wenn ich mich jetzt hier bewege, sieht man das durch mich durch. Da muss ich noch was tun. Keine Frage. Okay, wir sind infiziert. Wir haben eine Gehirnerschütterung. Wir haben eine Schürfwunde. Und. Sekunde, das gucken wir uns mal genauer an. Todes EP Malus. Das heißt, wir machen nicht mal EP Plus. Es wird ja immer trauriger hier. Okay, das machen wir mal aus. Das fackelt uns nur die ganze Kohle weg und lockt die Zombies an. Das kann ich gerade absolut nicht gebrauchen. Aber ich würde sagen, wir können das mal essen. Trinken. Wasser isst man nicht, Wasser trinkt man, habe ich gehört. Manchmal komme ich einfach nicht von dieser Welt. Okay, wir haben Holz, ne? Und wir haben Gebäudewürfel. Jetzt ist es nur naheliegend, dass wir mal schauen, ob wir nicht daraus zusammen etwas Tolles, etwas Großes, etwas Bahnbrechendes anfangen können. Ach hier, den Quatsch braucht keiner. So, Steine. Lehm. Vitamine hatte ich doch in dem anderen Kasten da auch mit drin, oder? Bin ich doof? Ich habe überall Vitamine verteilt. Was soll denn der Quatsch? So geht's ja nicht. Hier, Lehm. Zack. Gucken wir mal, was wir daraus machen können. Pflasterstein. Pflasterstein klingt gut. Das machen wir uns mal.
Wir haben Kohle, wir haben Nitraten, aber wir können Schießpulver machen. Bringt uns aber auch nicht viel. Okay. Es geht voran. Ich bin beeindruckt davon, wie toll wir das hier hinkriegen, so im Großen und Ganzen. Ich bin vielleicht ein bisschen verzweifelt, aber das wird schon. Hallo? Wir sehen Sie, was wollen Sie? Was haben wir hier noch Schönes drin? Tuch, Speerpfeil, Dingsbums. Lehm haben wir hier noch drin. Lehm ist immer gut. Und hiervon. Den Rest würde ich erstmal drin lassen. Hier Papier. Papier brauchen wir auch nicht. Messing. Messing hatte ich doch eben irgendwo hier. Mit damit rein. Ist einfach alles ein bisschen zentraler dann. Die werden wir beim Händler hier verkaufen. Soweit habe ich mitbekommen. Da ist nichts drin. Das ist aber okay. So. Das kann raus. Jedes Messer kann raus. Kohle. Verzeihung. Leichter Anfall von Müdigkeit. Hier die Axt. Der Kleber, den brauchen wir unterwegs nicht unbedingt. So, zack. Baublock. Können wir 127 draus machen? Sagen wir 100. 100 ist erstmal okay. Ziegel. Ist doch eine schöne Sache. Was wir brauchen, ist ein Hammer. Und entweder wir bekommen einen Reparaturwerkzeuge. Reparaturwerkzeuge. Hier. Durch das Lesen von Handyland wird die Qualität der hergestellten Reparaturwerkzeuge erhöht. Erhöht die Beutechance mit fortgeschrittener Ingenieur. Cool. Glaube ich. So, 54 haben wir noch übrig, falls wir irgendwas reparieren müssen. Das ist gar nicht mal schlecht. Da können wir uns ein bisschen was drauf einbilden. Die Frage ist, pass mal auf, wir nehmen den hier nochmal mit raus. Und den hier. Und den hier. Das Blei. Blei würde ich erstmal noch hier drin behalten. Jetzt eine Pfeilmunition. Können wir nochmal 4 Stück machen. Das würde ich auch einfach mal so aus Spaß an der Freude tun. Wir könnten ebenfalls andere Dinge tun. Keine Ahnung. Was brauche ich denn für die Pfeilspitzen? Ach, ich bin doch doof. Dann muss ich doch in den Schmelzofen gucken. Den ich wahrscheinlich noch nicht bauen kann, bitten. So macht das Spaß. Schmiede. Brauche ich Arbeitsstationen auf Stufe 5? Durch
Durch das Lesen von Forge Ahead werden verschiedene Stufen von Arbeitsstationen und Werkzeugen freigeschaltet. Wasser. Wie hieß denn das Ding, was wir da frei, also fast freigeschaltet hatten? Tausammler. Ich brauche einen blöden Wasserfilter, Klebeband, kurzes Eisenrohr, Kunststoffballen, Abfall. Das kriegen wir hin. Sammelt im Laufe der Zeit Tau für sauberes Trinkwasser, kann mit Kunststoffabfall repariert werden. Na, das sehe ich uns doch. Wisst ihr, wer uns dann noch so sieht? Die bösen Zombies. Ich meine, hier drin sind wir vergleichsweise ziemlich sicher. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie sicher wir eigentlich sind. Das beunruhigt mich in großem Maße. Den kommt hier mit hin. Haben wir schon irgendwo Klebeband gesammelt? Nicht? Schade. Hätte ja sein können. Da müssen wir uns wahrscheinlich welches machen. Und zwar aus Lappen und Kleber. Okay. Da braucht man echt viel Stoff für. Damit habe ich so nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Den hier würde ich nochmal mitnehmen. Dann würde ich mich draußen einfach nochmal umgucken gleich. Ich meine, die Infektion schreitet echt heavy fort. Das können wir so lange nicht durchstehen. Das ist wirklich schwierig. Was machen wir da? Ich würde sagen, wir gehen einfach drauf los. Wir marschieren dann los, gucken, dass wir schon mal ein bisschen die Basis angefangen kriegen. Zumindest für den Burgfried, dass wir uns dann von innen nach außen bauen können. Ich glaube, das ist die intelligenteste Lösung. Und dann wird das schon irgendwie werden. Hoffe ich. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Aber wird schon. Ich habe so ein dreistufiges Ding vor, weißt du, dass das so ein bisschen wie erster Ring, zweiter Ring, dritter Ring. Unser letzter Ring ist dann quasi unser großer Burgfried, wo wir uns super verteidigen können. Und der Rest ist dann eher so, zweiter Ring ist dann so Produktionsstätte und der dritte Ring unten ziemlich ebenerdig ist dann so Anbaustätte, wo wir dann so Autos parken können und so. So zumindest meine Idee dahinter. Ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, man weiß es nicht. Aber das wird lustig. Glaubt mir. Guten Tag. Sind Sie ein Zombie? Nicht? Tja, das dachte ich mir fast. So, bitte. Steine nehmen wir mal noch ins Inventar. Damit kann ich die bösen Buben nämlich ablenken. Das kann auch raus. Apropos, ich kann doch noch Steinpfeile machen, ne? 29 Stück. Und das war's dann auch mit den Steinen. Also manchmal bin ich wirklich dolle clever. Da kenne ich keinen Pardon. Aber ich denke auch, dass ein paar Pfeile gar nicht verkehrt sind für uns. Wir müssen auch einfach mal zeigen, was wir können. Also so richtig so bam, einfach mal so reinhauen und gucken, was ist Sachlage. Ich gucke gerade hier drüben mal so mit BS, ob alles so einigermaßen flüssig läuft, ob alles gut aussieht. Und ich hoffe es.
3.16 Uhr. Wir können uns so ganz langsam... Nein, können wir nicht. Ich bin gar nicht da. Nein, nein, nein. So, wir haben jetzt nämlich hier unten links hier eine Auffälligkeit von 2. Das ist zum Beispiel nicht so viel, wie wenn ich laufe. Wenn ich laufe, mache ich natürlich Tipp-Tap-Geräusche. Da steigt das Ganze. Wenn ich mich hier irgendwo in die Ecke stelle, Kopf in die Ecke, dann sind es nur noch 3. Eins, wenn ich mich hier in die Ecke stelle. Und während meine blöde Krankheit fortschreitet mit 6,8%, hoffe ich darauf, dass es einfach 4 Uhr morgens wird, dass wir endlich losmarschieren können. So, zack, 34 Pfeile, 14 von den Eisenpfeilen noch im Petto. Das ist überhaupt nicht schlecht, da brauchen wir uns absolut nicht zu schämen. Und ich sag mir das immer wieder. Na los, Zeit, verflieg. Hex, Hex. Ich muss zu dem blöden Händler rüber. Apropos Händler, wir könnten... Achso, die Coin-Teile haben wir schon mitgenommen, ne? Alles, was da ist. Das habe ich befürchtet. Schade, schade, Schokolade. Naja, hilft ja alles nicht. Was willst du machen, ne? Kannst du machen nix. Mein Gott, die Zeit verfliegt aber auch gar nicht. Ich glaube, ich bin der einzige Seven Days to Die Spieler, der sich einfach nachts verschanzt. Hallo? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Was machen Sie hier? Guten Tag. So, wir schleichen jetzt einfach mal hier rüber. Und verschaffen uns mal einen kurzen Überblick. Da hinten ist ein Reh. Ich mag Rehe. Und wir holen uns mal etwas Holz. Und zwar da drüben, da wo unsere neue Festung hin soll. Ich denke, das ist clever. Gerade hier so der Totbaum, der kann weg, der Totholzbaum. Den braucht kein Mensch mehr. Ich habe nicht genug Ausdauer, ja, weil ich krank bin. Das habe ich auch mitbekommen. Wurde mir auch erzählt. Wir brauchen Holz. Ganz viel Holz. Und Steine. Ganz viel Steine. Zum Ablenken und Bewerfen. Von Zombies. Ein Vogelnest. So. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Aber der hat drüben noch gar nicht offen. Genau, deshalb wollte ich ja hier auch... Ach, ich bin so doof, ne? Diese Musik. Ich habe es ja ein bisschen vermisst. Ich habe jetzt lange Zeit nicht spielen können. Deswegen bin ich umso happier, dass es jetzt so funktioniert. Psst. Ganz ruhig. Und unauffällig. Was soll denn der Trommelmarsch? Können wir das nicht anders regeln? Ganz hinten links sehe ich schon einen. Ganz klein in der Ecke. Mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz.
Da hinten kommt ein Zombie. Ups. Ups. Ja, okay, bin ich so geübt darin. Wir haben ihn gleich. Geht doch. Sieht er? Das wird. Einer noch und dann passt das. Geht doch. Habe ich es nicht gesagt? Wir müssen alle nur so optimistisch sein wie ich. Dann ist jede Apokalypse ein Kinderspiel für uns. Den Stein nehmen wir noch mit. Sehen uns noch mal kurz um. Ach ja, Gehirnerschütterung. Ich vergaß, da war ja was. La 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 la. Der Baum gefällt mir auch nicht. Der muss auch weg. Na los, na los, na los. Wir werden irgendwie einen krassen Namen, wenn wir dafür finden. So Stan City oder so. City. Hallo? Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Really? Ich habe damit nichts zu tun mit der Abholzung hier. Ich bin ein sehr umweltbewusster junger Mann. Oder so ähnlich. Es ist halt so ein Standing, ne? So, irgendwie. Können wir den Mist nicht leise fällen? Ich bin mir sicher, das geht auch leiser. Kuckuck. Der hier muss auch weg. Der stört mich auch immens. Ich muss ja auch weit gucken können. Sind sicher die blöden Zombies erst, wenn sie mir vor der Nase rumhopseln. Das geht ja auch nicht. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Das ist ja, wäre ja fatal. Ich sehe, die Cam könnte noch ein Stück nach von euch aus links, ne? Da gucken wir gleich mal, dass wir das doch irgendwie hinkriegen. Vielleicht ein bisschen kleiner, ein Stück nach links. Dann sieht man beim Sammeln besser, was Sachlage ist. Oh, kann der doch nicht machen. Ich verjag mich hier. Ich bin eine Schissbuchse, der kann doch hier einfach so einen blöden Sound machen. Kann ich nicht sowas sagen wie Good Morning. Warum muss es jedes Mal klingen als, was weiß ich, als würde Azkaban geöffnet. Guten Tag. Ich mag geschlossene Türen. Ich würde jetzt hier nicht versuchen wollen zu gucken, ob noch irgendwo Müll rumliegt, den wir gebrauchen können. Na, sowas mache ich nicht. Ich meine, die haben, ja, sie haben sich ja auch alles zusammengespart hier, die Armen. Lehrer Kleintransporter. Ach, das sind ein paar Eumel hier. Guten Tag. You don't look so good. Yep, you might want to get some antibiotics for that. Yep, ganz genau. Ich habe ein medizinisches Problem. Guten Tag. Darf ich mal dein Inventar bitte sehen? Genau, ich würde gern das hier verkaufen. Das hier, das und das und das und das und das. Ist das ein Deal? Ich kann mir nicht mal ein Antibiotika leisten. Es ist so traurig. Der Schlag, mein Gefecht in der Stadt. Ein Wasserfilter könnte ich mir nicht mal im Ansatz leisten. Alter, die hat Preise, ne? Thanks for the business. We're open from dawn to dusk, since, you know,
we don't have clocks. Ich höre doch hier irgendwas. Ich würde gerne noch mal den Inventar sehen. Don't let a zombie dog bite you in the ass on your way out. And if he does, hey, we'll take care of it for you. Beseitige Zombies in 499 Metern. Das klingt eigentlich gut. I need someone who's willing to... Yeah, thanks, son. I knew you wouldn't let me down. Okay. Klingt nett, so lernt man auch neue Orte kennen. Das ist ja auch sehr praktisch. So, ich würde sagen, da hechten wir jetzt einfach mal schnell hin. Da irgendwo muss das... Okay, dann weiß ich, welches Haus das ist. Und ich weiß nicht, ob das gut für uns ist. Doch, das wird gut für uns sein. Das wird gut sein. Passt schon, irgendwie. Hoffe ich. Sekunde, ich komme hier bei Karte, Charakter, Quests. Wird schon passen. Irgendwie. Wir kommen da schon irgendwie heile an. Ich bin immer noch sehr optimistisch. Da liegt was Süßes. Der packt den Lehm in einen Karton und legt ihn irgendwo in die Gegend. Das ist so... Nee. Oh, guck mal, noch was Süßes. Und hier auch. Läuft bei uns. Da kann man ein bisschen was draus machen, du. Ach, der Tag ist noch jung. Und wir preschen schon wieder vor. Okay. Oh, oh, okay. Yo. Sir, bitte, bitte bleiben Sie stehen. Ich fühle mich von Ihnen belästigt. Und bleiben Sie liegen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Passiert. Manchmal vergesse ich einfach, also so, den Satz bis zum Ende zu reden. Passiert mal. Guten Tag. Sind hier Zombies? Ich frage für einen Freund. Säubere das Gebiet. Ich glaube, ich möchte gar nicht drin bleiben. Okay. Upsi. Komm, das kann mal passieren, Lady. Ja, aber wo kriege ich denn jetzt meine Pfeile her? Ich meine, sie haben mich jetzt schon so ein bisschen abgezogen, Lady. Also ich frage nur, weil ich brauche die halt irgendwie ein bisschen. Wissen Sie? Die sind wirklich wichtig für mich. Guten Tag. Oh nee, da ist eine Dicke drin.
Wir nehmen mal die guten Pfeile. Ja, komm, Attacke. Aber kriege ich auch meine Pfeile wieder? Das wäre cool. Hallo? Guten Tag. Lerne Dutzende fantastische Gerichte zuzubereiten und werde ein Meisterkoch. Das nehmen wir mit. Das hier auch. Auch das nehmen wir mit. Das ist wichtig für unser weiteres Überleben. Guten Tag. Warten Sie bitte kurz. Das wäre voll freundlich. Warum klingt das, als wären Sie neben mir? Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Hilfe! Ich habe ganz dezent Angst. Warum machen die denn das mit mir? Wir hätten auch alle Freunde sein können. Ganz really. Hallo? Sir? Okay. Wir hätten gute Freunde sein können. Aber die klingen beide, als wollen sie uns wirklich zerfleischen. Kann ich die Tür hier zumachen? Hallo? Oh nein, jetzt sind sie beide da oben. Ich glaube, sie machen gerade beide oben die Tür kaputt. Oh, und ich glaube, einer läuft gerade weiter. Ich finde, das läuft gut. Genau. So nicht anders. Der hängt da oben noch irgendwo fest, aber ich glaube, der kommt auch gleich weiter. Bin ich mir sicher. Das wird ganz toll laufen. Hilfe! Und wie hast du das Gebiet gesäubert? Ach, ich habe mich auf Klo versteckt. Dem saubersten Ort, den ich finden konnte. Das ist ätzend. Das wird schon wieder so eine 40-Minuten-Folge. Ach, Manu. Du bist hungrig. Ja gut, das können wir erstmal gleich mal klären hier. Das geht ja so nicht. Wir trinken den hier. So wegen Durst und so. Und dann trinken wir das. Und dann lernen wir das. Und wir lernen noch ein bisschen hiervon. Yucca-Saft freigeschaltet. Ich bin begeistert. Ich bin doch ein Sandwich essen. Finde ich eine tolle Idee. Warum ist denn das jetzt neblig?
Na gut, komm mal her, ihr Lady. Ey. Sie könnten ruhig etwas freundlicher zu mir sein. Nur mal so ein Angebot. Hallo? Sind Sie ein Zombie? Meins. Meins. Auch meins. Oh, da ist noch einer. Okay, das ist schwierig. Na, wer gibt zuerst um? Mehr als nur knapp. Und ich muss irgendwie wieder essen, Leben auffüllen. Oh Gott. Ich bin so am Arsch. Und wenn ich sage, ich bin am Arsch, meine ich schon, ich bin ziemlich am Arsch. Weil hier muss immer noch irgendwo einer rumschwirren. Zack. Zack. Ich bin jetzt gut. Mir geht's prima. Alles wunderbar. Alles wird gut. Stan, alles wird gut. Wir ziehen das jetzt hier durch, ganz konsequent. Die Mission noch und dann wird alles tutti frutti. Kann ich was anderes spielen, wo ich mir nicht ins Hemd mache? Wo nicht alles von abhängt? Ich war es nicht und wenn doch, tut's mir leid. Dosen essen. Ah, guck mal. Ja, würde ich erstmal mitnehmen. Ganz, ganz vorsichtig. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Und da ist auch noch was drin. Da auch. Und da hinten im Müll. Ein Sandwich. Und da? Noch ein Kochbuch. Benutzen? Du hast Nahrungsstufe 1. Speck mit Eiern und Kaffee freigeschaltet. Ich mag Kaffee. Kaffee ist was Tolles. Hier sieht's ja ganz okay aus, ne? Hallo? Lady, sie da hinten? Ach ja, ich muss jetzt wieder auf die hier umschwenken. Und nochmal. Und nochmal. Das läuft gut. Findet ihr nicht? Munition! Aber nicht die, die ich suche. Ich bin trotzdem happy. Okay, das hier müsste ich aufbrechen. Mein Pfeil, danke. Ich mache das hier alles nicht mehr mit. Ich schaffe das emotional nicht mehr.
Was haben wir da drin? Working Stiff Tool. Das klingt interessant. Nehmen wir auch mit. Ich habe offenkundig irgendwo Durchfall. Guten Tag. Was genau ist da unten? Geh tot. Geh tot. Ich hab gewonnen. Glaube ich ja nicht. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, essen wir das Katzenfutter. Und das blöde Sandwich. Weil ich muss echt wieder ein bisschen Nahrung herstellen. Und dann... Stufe 2, Kürbisbrot und Blaubeerkuchen freigeschaltet. Ja. Come on. Ist er denn noch irgendwo? Ach ja, hier. Der Schlagmann. Lande mit dieser Methode einen Volltreffer, verursache 10% Schaden mit Knüppeln. Lerne von den Besten der Branche, wie man eigene Werkzeuge fertigt. Verbessere die Fertigkeiten zum Fertigen von Erntewerkzeugen. Erntewerkzeug klingt gut, das nehmen wir auch mit. Steinwerkzeuge freigeschaltet, Qualität 2. Und ein großer Rindereintopf. Wir haben ein bisschen was wir noch beim Händler verkaufen können. So, ich würde sagen, wir huschen jetzt einfach mal ganz flott zurück. Wie es aber weitergeht in der nächsten Folge, wie wir zurückkommen, was wir an Geld einnehmen und wie wir unser Fort anfangen zu bauen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Vielen Dank, haut rein, bleibt gesund und lasst mich nicht fressen. Tschüss!